Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und ihr seht schon, ich habe heute mal wieder einen Interviewgast, und zwar die Verena. Verena hat vor kurzem unser Coaching-Programm sehr erfolgreich absolviert und meiner Meinung nach auf eine ziemlich beeindruckende Weise, denn sie hat ihr Buchprojekt, was sie gemeinsam mit uns im Coaching erstellt hat, nahezu komplett alleine erstellt, ohne viele Dienstleister und ohne viele Kosten. Wie sie das genau gemacht hat, das werden wir sie natürlich heute fragen. Und wir werden wie immer aufschlüsseln, welche Kosten das Buchprojekt hatte, was es für Ergebnisse eingespielt hat. Und Premiere heute, Verena hat mir schon das Go gegeben, wir können heute ihr Buchprojekt auch mal zeigen. Dann bekommt ihr natürlich nochmal ein viel besseres Gefühl dafür, wie das Ergebnis aussah. Und ich mag das einfach, wenn man irgendwie nochmal praxisrelevantere Informationen hat. Also da schon mal ein großes Dankeschön. Erstmal natürlich herzlich willkommen, Verena, hier auf dem YouTube-Kanal. Großen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du warst ja gestern noch so ein bisschen krank. Deine Stimme ist jetzt aber wieder da, was mich sehr, sehr freut. Und ich würde sagen, die meisten werden dich nur bei uns aus den Live-Calls kennen im Coaching, aber hier auf YouTube natürlich noch nicht. Deswegen stell dich doch den Zuschauern noch mal ganz kurz vor. Ja, super. Ja, hallo Tom, erstmal vielen Dank für die Einladung zum Interview. Ich freue mich, Sehr genau, gerne. dass ich jetzt auch mal hier an der Stelle sitzen darf. Und genau, ja, zu mir. Also ich bin Verena, ich bin ja 40 Jahre alt, bin Mutter einer jetzt gerade 5-jährigen Tochter, also gerade 5 geworden. Und ja, lebe aktuell mit meiner Familie in Portugal. Genau, ja, soll ich direkt schon was zu meinem Werdegang sagen, oder? Sehr gerne. Wie bist du zu KDP gekommen? Das würde mich Genau. interessieren. Ja, also ich bin, ich hoffe, es ist okay. Also vielleicht, aber du hast gerade gesagt, ich bin ein bisschen heiser, wenn die Stimme etwas weggeht, aber ich glaube, es geht. Genau, also ich bin ursprünglich komme ich aus dem Bereich Marketing und ja, habe da auch die letzten, über das letzte Jahrzehnt und länger so klassisch angestellt gearbeitet. Habe aber auch schon seit Jahren irgendwie immer den Wunsch gehabt, was Eigenes auf die Beine zu stellen und wo ich irgendwie auch eigene Ideen umsetzen kann und ja, mich nochmal so ein bisschen selbst verwirklichen kann in gewisser Weise und auch irgendwie immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, irgendwelche Produkte zu erschaffen. Und ich muss sagen, ich habe da in den letzten Jahren auch diverse Ideen gehabt, auch das ein oder andere mal ausprobiert. Genau, bis ich dann zu KDP gekommen bin, um es vielleicht nur kurz zu fassen. Also ganz früher hatte ich mal so einen Davanda Online-Shop, also noch mit selbst gedruckten T-Shirts und so, aber das noch so im Selbstdruckverfahren zu Hause und bin dann irgendwann auf das On-Demand-Verfahren umgestiegen. Genau, aber das, da habe ich auch so gemerkt, das war trotzdem nicht so ganz meins und hatte zwischendrin immer mal wieder so andere Ideen, die ich dann, ja, aber dann irgendwie so mehr oder weniger umgesetzt hatte. Und ich habe letztendlich immer nach was gesucht, wo ich irgendwie, ja, zum einen, ja, Ideen umsetzen kann, gleichzeitig auch irgendwie einen gewissen Mehrwert schaffen kann und was ich auch irgendwie zeit- und ortsunabhängig machen kann. Also früher, bevor ich habe ja gesagt, ich habe eine Tochter, bevor ich eine Tochter hatte, war es so ein bisschen mein Wunsch auch in die Richtung digitale Nomaden zu gehen. Das hatte ich immer so. Ich hatte dann irgendwann hier die 4-Stunden-Woche gelesen vor Jahren und hatte sich mich so ein bisschen dahin orientiert. Das hat sich dann so ein bisschen verändert, so die Prioritäten, sag ich mal. Aber nichtsdestotrotz hatte ich immer noch so diesen Wunsch, ja, was Eigenes zu machen und gleichzeitig auch so ein bisschen Flexibilität dabei zu haben. Und ja, so bin ich letztendlich zu KDP gekommen. Ich bin da irgendwann drüber gestolpert. Auch schon ziemlich früh über deine YouTube-Videos, die ich super fand. Also die haben mich irgendwie auch direkt begeistert. Und da dachte ich, oh, das ist was, was ich mir vorstellen kann. Und hatte tatsächlich dann auch so ein Buch für mich so ein bisschen angefangen. Und parallel war es so, dass Corona zu der Zeit kam und mein Vater, das muss ich jetzt noch mal ganz kurz sagen, weil das war sozusagen der Startschuss. Das hatte ich, glaube ich, auch noch nie gesagt. Der ist damals aus der ehemaligen DDR nach dem Mauerbau geflüchtet und hat seine sozusagen seine Lebensgeschichte immer schon mal so
wieder erzählt und hat gesagt, ach, irgendwann schreibe ich mal ein Buch darüber. Und das war aber immer mehr so ein Wunsch, der eigentlich total unrealistisch erschien. Und dann hatte ich halt zu ihm gesagt, ach ja, wenn du das, weil ich mich dann so ein bisschen damit beschäftigt hatte und dachte, ja, wenn du das jetzt auch schreibst, dann helfe ich dir, das auch zu veröffentlichen. Und Cool. letztendlich war das dann sozusagen mein erstes Buch, was ich dann, also mit Hilfe ganz vieler Videos von dir, veröffentlicht habe. Also genau, ein deutscher Flüchtling kann ich vielleicht auch mal nennen, falls es jemand thematisch interessiert, heißt das Buch. Und aber ich habe gleichzeitig natürlich auch gemerkt, dass da ganz vieles, auch wenn ich mir alles so zusammengesucht habe und ich habe es geschafft, das zu veröffentlichen, letztendlich habe ich gemerkt, dass da noch viel Wissen fehlt und da wirklich ja, Nachholbedarf ist an diversen Stellen, wo es dann doch so, wo ich so ein bisschen drüber gestolpert bin, also um es dann auch so professioneller umzusetzen. Genau. Und deswegen hast du dann gesagt, hey, buche ich mir noch ein Coaching, wo ich dann einfach von der Pike auf alles angelernt bekomme. Ja, also genau, das war so, dass ich dann gemerkt habe, oh, der Prozess gefällt mir an sich, dieses Bücher zu veröffentlichen und sich da irgendwie so reinzufuchsen und hatte eben parallel ja auch schon noch eine andere Buchidee, an der ich gearbeitet habe und dachte ja, wenn ich das jetzt weitermache, dann möchte ich es auch richtig machen und nicht irgendwie nur so halb mit so einem Halbwissen und genau, weil ich schon für mich gemerkt habe, dass so dieses Businessmodell an sich, finde ich total super ist. Also gerade wenn man irgendwie orts- und zeitunabhängig arbeiten will oder auch wenn man ja vielleicht also ein bisschen introvertierter ist oder auch also was ich ja würde ich sagen ein bisschen bin und auch so vom von der Art des Arbeitens, ne, dass man irgendwie Ideen umsetzen kann, auch verschiedene Ideen und nicht so auf ein Thema fixiert ist. Genau, ja, aber ich habe dann gemerkt, ja, ich hätte gern mehr Wissen und auch irgendwie professionelleres Wissen und ich hatte ja immer schon deine YouTube-Videos gesehen und fand die eben total super und habe auch gedacht, ja, wenn, dann kommt das Coaching für mich nur in Frage. Cool. Und was ich ja schon mal im Intro angekündigt habe, du hast ja dann dein Buchprojekt zu sehr großen Teilen alleine erstellt. War dir das schon, als du ins Coaching gekommen bist, klar, dass du sagst, hey, ich gehe nicht den klassischen Weg, wie viele andere bei uns im Coaching, die sagen, hey, wir lagern wirklich alles aus, ne? An einen Ghostwriter, an Designer, Buchdesign. Einige Leute lagern ja sogar ihren Beschreibungstext an den Copywriter aus. Du hast, wie gesagt, fast alles selbst gemacht. Liegt es das daran, dass du einfach schon wusstest, hey, ich kann mit so Tools ganz gut umgehen, weil du schon ein T-Shirt designt hattest und auch schon se Bücher selbst erstellt hattest? Oder ist die Idee dann erst gekommen, als du auf deine Nische gestoßen bist? Ja, also ich muss sagen, oder ich hatte es schon im Hinterkopf, dass das für mich eine Möglichkeit wäre. Aber ich war auch jetzt nicht komplett, also je nach Thema wäre ich auch offen gewesen, da auch oder hätte da auch Interesse gehabt an der Zusammenarbeit mit Dienstleistern. Ich habe schon gedacht, wenn es irgendwie passt, würde ich auch gerne viel selber machen, wenn mir das einfach irgendwie auch total viel Spaß macht. Und genau, aber es war mir noch nicht so hundertprozentig klar, weil ich ja auch nicht wusste, ja, was wird es am Ende für ein Thema. Und also genau, dann ohne Expertise entsprechend wäre es ja dann auch nicht gegangen in jedem Thema. Also Ja, ja. und da können wir auch direkt mal eintauchen, Nischenrecherche. Wie empfandest du die Nischenrecherche? Und das ist ja jetzt auch das Coole, wir können ja auch über die Nische so ein bisschen reden. Was hast du am Ende für eine Nische gefunden? Wie lange hat das auch gedauert, bis du diese Nische gefunden hast? Ich glaube, das sind so Fragen, die die Zuschauer häufig gern wissen würden. Ja, also die Nischenrecherche, das war tatsächlich schon Herausforderung. Ich glaube, ich stand mir teilweise ein bisschen selber im Weg, weil ich halt so ein bisschen im Hinterkopf hatte, ach, vielleicht könnte ich auch was selber umsetzen und natürlich dadurch fiel natürlich auch schon vieles weg. Eigentlich sagt ihr ja auch immer, man soll offen für alles sein. Ich habe es auch versucht und habe trotzdem manchmal auch gemerkt, ja, dass ich mir vielleicht da so ein bisschen es schwer gemacht habe. Tatsächlich hatte ich die Nische, die ich dann letztendlich gefunden habe, hatte ich schon mal ein paar Monate vorher schon gefunden, als ich sie dann. Und da hatte die aber noch nicht so viel Potenzial. Und da sagte Jonathan auch, nee, ist nicht so gut. Und dann hatte ich tatsächlich eine andere Nische zwischendrin schon, hätte fast ein anderes Projekt gestartet.
War dann privat mal irgendwie so ein, zwei Monate ein bisschen raus und danach kam schon wieder so viel Konkurrenz in diese andere Nische, sodass ich dann nochmal weiter recherchiert habe und wieder auf diese Nische gestoßen bin. Und dann hatte sie tatsächlich mehr Potenzial, sodass Jonathan auch sagte, ja, sieht gut aus und kann man versuchen sozusagen. Genau, also ich kann sie auch gerne nennen, also sind Affirmationen für Kinder. Kannst du noch mal so ein bisschen erklären, was Affirmationen für Kinder sind? Weil es gibt bestimmt Leute, die mit dem Begriff gar nichts anfangen können. Genau, also Affirmationen sind letztendlich ja Glaubenssätze, die man also positive Sätze, die man sich vorsagen kann, um sozusagen sein Unterbewusstsein zu ja zu positiv zu programmieren und damit mehr an sich zu glauben. Und das gibt es ja in ganz vielen Bereichen. Also nicht nur für Kinder ist es jetzt, würde ich sagen, noch gar nicht ganz so typisch, aber ja, in verschiedenen Bereichen. Und genau in dieser Bereich für Kinder, also der hat mich auch insgesamt interessiert, weil ich eben auch selber eine Tochter habe. Und ja, dadurch fand ich das dann ganz spannend auch. Ja, und baut ja genau auf, auch auf diesen Trendthemen der letzten Jahre auf, ne? Gefühle für Kinder, Emotionen regulieren. Allgemein solche Ja. Persönlichkeitsentwicklungsbücher für Kinder sind in den Ja. letzten 2, 3 Jahren, auch gerade nach Corona, komplett durch die Decke gegangen, weil man einfach festgestellt hat, dass die Kinder in dieser Zeit ziemlich vernachlässigt wurden. Und Genau, da so auch wieder das Mutmachgeschichten. Thema, genau, was ich Ja. auch immer hier auf YouTube sage, Verena, Positionierung ist der Schlüssel. Und du hast dich eben sehr, sehr schön auf Kinder positioniert, was viele ja gar nicht so auf dem Schirm haben. Wenn man über Affirmationen redet, dann denkt man nicht direkt Affirmationen für Kinder. Aber du hast eben genau diese Zielgruppenpositionierung gefunden und damit eben einen Markt für dich entdeckt, der halt deutlich attraktiver ist als, glaube ich, dieser Standard-Affirmationen-Markt, der, glaube ich, schon ziemlich überlaufen war. Ja, und auch in dem gesamten Kinderbuchbereich. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele diese Bücher mit, weil du ein wunderbares Mädchen bist, geht, so die Kinder zu stärken. Und da war es aber dann nochmal so ein, ja, würde ich sagen, nochmal so ein extra Nische in dem Bereich auch, ja. Ja, und hast halt trotzdem enorm von profitiert. Dann ging es irgendwann an die Umsetzung. Und das ist ja jetzt natürlich die Frage, wie hast du das umgesetzt? Also was hast du alles selbst erstellt und wie hast du es auch selbst erstellt? Ich glaube, mich erinnern zu können, du hast auch teilweise mit KI und sowas gearbeitet, oder? Genau, ja, also KI hatte tatsächlich eine wichtige Bedeutung in dem ganzen Prozess. Also ich glaube, ohne das wäre es, ja, also es wäre gegangen, ganz anders geworden und auch wahrscheinlich wesentlich kostenintensiver. Genau, ich hatte damals, das war ja so ungefähr vor einem Jahr, da hattest du diesen Kinderbuch-Workshop gegeben, wo du auch vorgestellt hast, wie man auch mit KI Bilder illustrieren kann, Bilder erstellen kann. Und genau, das fand ich total spannend. Und irgendwie gleichzeitig bin ich dann so auf die Nische gestoßen und dachte so, auch das könnte tatsächlich ja auch irgendwie so zusammenpassen, weil vorher hatte ich, also ich hätte sonst keine Illustration, auch wenn ich mich mit Grafik an sich schon immer mal beschäftigt hatte und auch gestalten konnte an sich, aber nicht jetzt illustrieren. Also das wäre sonst was gewesen, das hätte ich auf jeden Fall auslagern müssen. Und daher hat mich das total fasziniert, dieser Workshop, den du damals gegeben hattest. Und habe dann im Zuge dessen, als ich dann diese Nische, also das war, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, was zuerst da war oder ob es irgendwie so parallel fast war. Und dann dachte ich, ja, das wäre es ja eigentlich, dass ich das dann auch selber machen kann. Und tatsächlich habe ich mich dann eben in das ganze Midjourney reingefuchst und da ein bisschen mit experimentiert und probiert und bin dann aber ganz gut damit zurechtgekommen, sodass ich eben dann für die ganzen Illustrationen tatsächlich Midjourney verwendet habe. Cool. Und können wir auch mal hier einblenden? Ich zeige mal so ein paar Innenansichten von deinem Buch. Das ist echt cool geworden, ja. Also für mich ist es Ja, immer wieder danke. Wahnsinn, was aktuell so mit KI alles möglich ist. Also so wie du gesagt hast, wenn man dafür Illustratoren beauftragen würde, da würdest du mehrere tausend Euro zum Teil für bezahlen, ja. Ich verstehe auch immer ein Stück weit die Kritik natürlich der Illustratoren selbst. Also klar findet man das nicht cool, wenn man das vorher sein eigenes Business irgendwie war und man für viel Geld Illustrationen erstellt hat, die man heute mit wenigen Klicks mit KI erstellen kann. Und ich verstehe auch die Kritik, dass man sagt, okay, diese ganzen KIs wurden zum Teil unerlaubt irgendwie mit Werken gefüttert und so weiter. Da gibt es ja, glaube ich, auch aktuell irgendwelche Prozesse zu und so weiter.
Aber Fakt ist, das ist die Zukunft. Ja, und wenn man eben mit KI solche Illustrationen erstellen kann, in teilweise wenigen Minuten oder Stunden, warum sollte man das nicht nutzen? Ja, und ich Ja. denke mal, da muss man sich als Illustrator dann auch umorientieren. Habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge zu gehabt, dass man vielleicht KI-Illustrator wird und lernt, wie man mit diesen Tools Wert kreiert. Aber für dich natürlich eine super Sache gewesen. Über was für einen Betrag reden wir da jetzt, wenn du so alles zusammenrechnest, was du in das Projekt investiert hast? Ja, also es ist, wenn man jetzt die Tools für den Erstellungsprozess dazu rechnet, wobei ich jetzt zum Beispiel, ich habe Canva Pro, ich habe das mit Canva gelayoutet und auch, muss ich auch sagen, nachbearbeitet. Also die Bilder von KI, also von Midjourney, die habe ich nicht immer eins zu eins eingesetzt, sondern habe die dann teilweise auch noch ein bisschen nachbearbeitet mit Canva dann, also jetzt gar nicht irgendwie mit Photoshop oder so, sondern alles direkt in Canva gemacht. Und genau, also in Summe, was wirklich so an Fixkosten waren, war es eigentlich nur Lektorat und die zusätzlichen Bilder einstellen, plus dann die Tools über die Zeit gesehen, war ich bei ungefähr 150, 160 Euro in etwa. Das ist schon sehr, 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 sehr wenig. Ja? Und das Ja, beweist auch mal wieder, finde ich, no auch schön budget. an deinem Beispiel, Verena. Man kann auch heutzutage noch richtig coole Projekte umsetzen, gerade durch KI und so weiter. Ja? Denn, und das muss man dazu sagen, KDP ist einfach kapitalintensiver geworden. Und wir kommen ja auch gleich noch zu dem Thema Ads und so weiter. Das ist natürlich dann nochmal ein anderer Schnack. Aber ich bin auch der Meinung, dass man heutzutage noch relativ günstige Projekte umsetzen kann, wenn man sich klug anstellt, wenn man viel selbst macht, wenn man KI unterstützend nutzt. Und selbst wenn man Dienstleister nutzt, kann man die zum Teil auch sehr günstig nutzen. Also auch einen Buchsatz kann man heutzutage über Fiverr zum Teil relativ günstig machen. Ob das dann immer direkt dieses Top-Niveau der Verlage ist, muss man schauen. Kommt wahrscheinlich darauf an, wie gut man dann selbst ist. Aber es gibt auf jeden Fall diese Möglichkeit. Auch wenn ich immer sagen würde, hey, Outsourcing an sich hat schon auch seine Daseinsberechtigung, ja, weil du hast wahrscheinlich auch ziemlich viel Zeit investiert, oder? Ja, also ich habe da schon in der Zeit, wo ich das Buch erstellt habe, sehr intensiv dran gearbeitet und ja, habe dann von, also es in Summe ging es dann, aber ich habe in der Zeit extrem viel daran gearbeitet. Also es waren, glaube ich, dann so, als ich die Nische hatte und das so weit ausgearbeitet war, auch vom Konzept und allem, bis es dann zum Launch kam, war es gar nicht so lang. Das waren, glaube ich, dann so 4 Monate in etwa. Aber in denen, also war es sehr, sehr, sehr intensiv. Also da habe ich wirklich auch diverse Verabredungen abgesagt und habe wirklich mir jede Minute irgendwie freigeschaufelt, weil ich natürlich auch nicht zu spät launchen wollte und nicht da noch in, genau, irgendwie Q4 verpassen wollte. Ja, das ist auch gut gewesen, dein Timing einfach. Muss man auch dazu sagen, Q4 natürlich für so ein Thema im Kinderbuchbereich die beste Saison zum Launchen. Nimm uns mal mit in die Phase. Wenn ich mich richtig erinnere, Verena, hat es eigentlich von Anfang an ziemlich gut funktioniert, oder? Du warst ziemlich schnell in den Top 5000 mit diesem Buchprojekt. Ja, also es war so, dass ich Ende Oktober gelauncht habe und im November dann, das war ja so der erste Monat, da war ich ja schon ein bisschen profitabel, noch nicht ganz so doll, aber irgendwie da hatte ich, glaube ich, so dann die Erstellungskosten wieder drin. Und dann kam der Dezember und da hatte ich, also vom BSR habe ich es jetzt gerade, also es war so, dass ich ziemlich schnell unter 10.000 war und das dann aber eigentlich kontinuierlich auch besser wurde. Also bis zum heutigen Tag eigentlich. Also ich habe so gedacht, schön wäre, wenn jetzt Weihnachten käme. Habe ich so, nur dass das sich so ein bisschen noch mehr eingependelt hat. Genau. Und Weihnachten, also im Dezember, ja, hattest du jetzt gerade auch die Zahlen, also die BSR-Werte oder eher die Umsätze? Boah, ich glaube, für die Leute sind die Umsätze und die Ausgaben interessanter. Ja. BSR können wir auch mal einblenden, so einfach diesen BSR-Verlauf vom Launch bis heute. Dadurch, dass wir das Projekt ja zeigen können, kann ich das auch mal mit Genau. einblenden. Dann sieht man, dass es sich immer schön weiter runtergearbeitet hat. Auch jetzt im neuen Jahr funktioniert es Ja. tatsächlich ziemlich gut, was uns natürlich immer Genau. freut. Es gibt ja manchmal so Projekte, die funktionieren dann in Q4 besonders gut und flachen dann so im neuen Jahr ab. Bei dir war es Ja, anders. genau. Aber du kannst uns ja mal so ein paar Zahlen nennen, gerade aus dem Ja, genau. Dezember. Ich habe mir die jetzt gerade nochmal geöffnet. Also, also genau, im Dezember hatte ich Ausgaben für Ads von 633 Euro und Einnahmen von 1.400. Also da hatte ich einen Gewinn von 767 Euro.
Ich muss sagen, ich hatte damals auch für die Ads nicht unendlich Budget. Ich glaube, vom Gefühl her, da hätte ich noch mehr in Ads gesteckt, wäre, glaube ich, noch ein bisschen mehr rausgekommen, aber ich war trotzdem schon happy, wie es alles lief und auch so von der gesamten Entwicklung vom BSR und von den Einnahmen. Im Januar dann hatte ich Einnahmen von 1.105 € und Ausgaben von 609 € für Ads und das war dann ein Gewinn von knapp 500 €. Im Februar, da waren es Einnahmen von 1.016 € und Ausgaben von 552 € und das war ein Gewinn von ja knapp 450 € und jetzt im März tatsächlich, der ist ja jetzt noch nicht, also wir haben ja noch ein Drittel des Märzes, gehe ich davon aus, dass ich jetzt eher so bei 500-600 € Gewinn rauskomme. Ich merke irgendwie, der März hat jetzt noch mal ein bisschen angezogen, vielleicht durch Ostern. Da bin ich jetzt aktuell, genau, Stand heute bei 420. Ich denke aber, dass ich da eher nochmal, 500, 600 € rauskommen werde. Sehr schönes Ergebnis. Gerade auch in Anbetracht der Erstellungskosten. Super gelauncht. Sehr schönen Dezember gehabt. Ich würde dir aber zustimmen, Verena. Ich glaube, wenn jetzt der Dezember wäre, würdest du wahrscheinlich bei über 1.000 € Gewinn rauskommen. Aber du nimmst ja das nächste Q4 auch mit. Ja, dementsprechend ist es, glaube ich, nicht so Ja. schlimm. Ja, Und ich ich hoffe, bin wenn. sehr zufrieden mit dem Launch. Ich glaube, du auch. Und gerade jetzt einfach diese Ebene auch zu halten, ich glaube, das ist sehr, sehr viel wert. Weil klar, im Q4, im Dezember, da verdient jeder mal irgendwie 700 € mit einem Projekt oder auch mal 1.000. Aber dann ein Buchprojekt zu haben, was auch evergreen unterjährlich gut funktioniert, das ist halt sehr, sehr viel wert, denn über die Monate machst du da halt dann einen super Return, mit dem du halt arbeiten kannst, ja, wieder neue Projekte investieren kannst und so weiter. Also Gratulation, sehr, sehr schönes Projekt. Ich finde es immer noch Ja, klasse, dass vielen du das Dank. alles selbst gemacht hast, also kannst du echt stolz auf dich sein. Und Danke es ist ja sehr. auch nicht das einzige Projekt, was du gemacht hast. Ich kenne ja auch dein anderes Projekt. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal ein bisschen was sagen, weil ich glaube, das war im Low-Content-Bereich. Hat, glaube ich, nicht ganz so gut funktioniert wie dein Coaching-Projekt, aber auch cool umgesetzt. Nimm uns da mal ein bisschen mit rein. Ja, danke. Ja, genau. Es war eigentlich so, als ich damals ins Coaching gekommen bin, hatte ich an einem Projekt schon gearbeitet, was ich gerne als Coaching-Projekt gemacht hätte. Also jetzt im Nachgang bin ich froh und euch dankbar, dass ihr gesagt habt, das ist nicht ganz so passend, weil sonst hätte ich eben das andere Buch nicht gemacht. Und genau, hatte da aber schon genau so ein Tagebuch erstellt oder hatte es schon ziemlich weit fortgeschritten erstellt. Genau. Und das ein Tagebuch für Mütter. Und das habe ich tatsächlich dann so ein bisschen parallel im Coaching, immer wenn ein bisschen Zeit war, noch weiter umgesetzt und hatte das dann auch genau auch gelauncht in der Phase, wo ich auch noch im Coaching-Teilnehmerin war. Und habe so ein bisschen schon Sachen dann umgesetzt, die ich auch im Coaching gelernt habe, wie zum Beispiel die Zielgruppenumfrage, Coverumfrage. Das habe ich dann dafür schon angewendet, aber natürlich nur Bruchteile. Also jetzt heute, aus der Sicht heute, würde ich das auch schon wieder alles anders machen. Aber ja, das genau. Grundsätzlich war ich trotzdem ganz happy, dass ich dann davon auch schon was anwenden konnte oder was ich dann eben auch direkt gelernt habe. Und es erzielt ja, glaube ich, auch regelmäßig Verkäufe, oder? Genau, ja, doch, da bin ich auch ganz zufrieden mit. Da habe ich, genau, gerade so Weihnachten und Januar waren gut, also waren das auch mehrere hundert Cool. und auch unterjährig, also läuft das ganz gut, ja. Das freut mich. So, wenn du jetzt. Du hast ja auch eine relativ lange Zeit bei uns im Coaching. Wenn du dir nochmal die ganze Zeit anschaust, was sind so die Dinge, Verena, die dir am besten gefallen haben bei uns im Coaching? Ja, also ich muss sagen, insgesamt, ich weiß schon gar nicht, wo man anfängt, bei mir alles, also mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich muss sagen, das Schön, war das freut wirklich, mich. also am Anfang, ich wollte es total gerne machen, aber war natürlich auch, habe ich mir, hab ich habe überlegt, ja, lohnt sich das für mich, ist das, macht das Sinn und alles, ne, das auch Geld in die Hand zu nehmen. Aber ich muss sagen, es war ja eine wahnsinnig tolle Betreuung, also von, ne, durch dich und das gesamte Team, was sich so viel Mühe und so eine große Kompetenz hat und auch so, ja,
irgendwie auf Augenhöhe einem entgegenkommt. Also das fand ich, dass ich mich super wohl gefühlt habe, muss ich sagen, erstmal. Also total gut aufgehoben gefühlt habe und auch so dieses Gesamte, dass man eben diese Kombination hat aus dem E-Mail-Support, dass man jede Frage stellen kann, aus den Live-Calls, wo man sich dann austauschen kann, wo man auch mal irgendwie noch mal ein paar Gleichgesinnte treffen kann oder sich connecten kann. Und genau, also das so die gesamten und natürlich die ganzen Videos, also dieses gesamte Rahmenprogramm hat mir total gut gefallen. Und natürlich, also meine, als ich ins Coaching gekommen bin, ich weiß auch meine Frage damals noch, ich hatte damals, weil ich ja dieses Tagebuch schon so ein bisschen also schon umgesetzt hatte in Teilen. Und damals, als ich ins Coaching gekommen bin oder in das erste Gespräch hatte, war so meine Frage, ob ich einfach nur was zu den Ads lernen könnte, ob das auch gibt, irgendwie ein Modul, dass man nur das bucht. Und dann, genau, weil das war ursprünglich mein Anliegen, besser zu lernen, wie man Ads schaltet. Da habe ich mich nie rangetraut, hatte total Panik. Also ich habe dann mal Ads geschaltet, habe die direkt wieder ausgestellt, weil ich irgendwie dachte, das Geld geht nur weg, aber kommt nichts rein. Und genau, dass das zum Beispiel auch erstmal normal ist, dass man erstmal ein paar Ads schaltet und genau sozusagen da auch in gewisse Vorkasse geht, dass das ja auch irgendwie dazugehört. Das hätte ich sonst alleine, glaube ich, ja, gar nicht das Vertrauen darin gehabt. Also deswegen muss ich sagen, das ganze Thema Ads, was mir ja wichtig war zu lernen, da bin ich total dankbar, dass ich da jetzt einen Durchblick habe. Also ich glaube, ich muss immer noch weiter wieder die Videos nochmal immer wiederholen und alles, ne, dass das wirklich sich wirklich so verinnerlicht wird bei mir. Aber grundsätzlich war das ein super großes Learning für mich. Aber auch insgesamt, also so dieser ganze Prozess von A bis Z, von der Nischenrecherche zum perfekten Cover, zum Titel, zu den ganzen Testungen, also so dass man ja, also diese ganzen Puzzleteile jetzt irgendwie weiß, was gehört dazu, damit das Buch auch ja auf dem Markt Potenzial hat und erfolgreich werden kann. Also ja. Mega. Vielen Dank schon mal für das ganze Lob. Das freut mich natürlich sehr. Und das, was du gerade gesagt hast, ist super wichtig zu verstehen. Dieses ganze Bild fügt sich irgendwann und diese Puzzleteile greifen Ja. ineinander. Das Problem ist, wenn dir Teile fehlen daraus, dann kann das Ganze halt auch schnell mal nicht funktionieren. Und wenn wir dich jetzt zum Beispiel am Anfang nur im Bereich Ads gecoacht hätten, was ja eigentlich dein Anliegen war, hätte das gar nicht funktioniert. Ja, Ja, also ja. das ist mir immer wichtig, euch auch zu sagen, wenn ihr ein Coaching macht, dann macht es nur Sinn, sich auf allen Ebenen coachen zu lassen. Wir haben immer wieder Leute, die fragen, ja, ich will nur im Bereich Ads gecoacht werden, nur in der Nischenrecherche, den Rest, den kann ich ja schon. Das ist totaler Quatsch. Ja, wenn deine Ads nicht funktionieren, dann liegt es in 95% der Fälle nicht daran, dass du keine Ads schalten kannst, sondern eher daran, dass dein Buch gar nicht funktioniert. Weil wenn dein Buch nicht funktioniert, dann kannst du Ads schalten wie ein Weltmeister. Du wirst einfach niemals profitabel werden, wirst keine Gewinne mit dem Buch einfahren. Das heißt, das ist die absolute Basis und das haben viele nicht auf dem Schirm. Das heißt, wir bei Nomad Publishing coachen immer nur ganzheitlich. Das haben wir noch nie gemacht, dass wir irgendwie so Einzelstunden oder sowas angeboten haben, weil ich schon früher die Erfahrung gemacht habe, dass das einfach nicht zielführend ist. Ja, macht total Sinn. Also jetzt im Nachgang würde ich das auch nur also unterstreichen und bin auch Ja. froh, dass ich den Weg so gegangen bin und alles auch durchlaufen konnte und auch gerade in der Kombination, genau, und auch noch den Mindset-Call, ne, das ist ja auch irgendwie toll, dass man da noch die Möglichkeit hat, wenn man doch mal irgendwie ein bisschen zweifelt. Und genau, also das ja, also war richtig toll und ich freue mich auch auf alles, was da noch kommt. Also Bist du auch und beim das Event Wissen, um das dabei? Wissen anzuwenden. Bitte? Du bist ja auch bei unserem Event dabei jetzt im Ja, August. genau. Freue ich mich auch drauf, für Ja. die, die das noch nie gehört haben. Wir haben ab und zu mal so Kundenevents, jetzt das nächste Mal in Berlin, wo wir einfach unsere Kunden einladen und wir einen Tag so eine Art Konferenz haben. Ja, verschiedene Speaker, Verpflegung, Networking, After-Event und so weiter. Und da haben wir jetzt schon fast über 100 Anmeldungen und ich freue mich schon mega, euch alle zu treffen. Denn bei uns im Coaching ist natürlich alles online. Ja, wir sehen uns zwar wöchentlich in den Live-Calls. Verena, du warst ja auch fast in jedem Live-Call dabei. Also sehr, sehr präsent, aber sich dann offline zu treffen, ist halt immer noch mal was anderes. Und ich glaube, das ist eine super schöne Gelegenheit, um auch eine Connection nicht nur zu uns aufzubauen, sondern natürlich auch zu den anderen Teilnehmern und sich da auszutauschen, Masterminds zu gründen. Wir haben Leute, die haben nach den Events, die wir veranstaltet haben, Firmen zusammen gegründet, Kapitalgesellschaften und so Ah, weiter, ja. was eine Mega-Sache ist. Ja.
Also da freue ich mich schon sehr drauf. Wenn ihr auch mal ein Coaching bei uns Freue ich mich buchen auch. wollt, ja, dann informiert euch gerne dazu in einer kostenlosen Strategiesession. Ich packe euch den Link hier einmal unter das Video und blende euch das hier oben auch nochmal ein. Das ist einfach ein ganz unverbindlicher Call, in dem wir uns einfach mal mit euch individuell austauschen. Ja, wir schauen uns an, was habt ihr überhaupt vor? Wie sind so eure Voraussetzungen? Habt ihr schon mal was gemacht bei KDP? Seid ihr vielleicht komplette Anfänger? Was habt ihr für ein Budget? Was habt ihr für eine Vorstellung? Und dann zeigen wir euch natürlich, was wir im Angebot haben und schauen dann einfach, ob wir da zusammenarbeiten können. Und wenn alles läuft, dann machen wir das so wie bei Verena und machen euch da KDP fit und setzen mit euch zusammen das erste Projekt um. Wie geht's weiter für dich, Verena? Bist du schon bei den nächsten Projekten dran? Ja, also tatsächlich, ich habe auch erst überlegt, ob ich, also dass es weitergeht, auf jeden Fall. Es war jetzt für mich so die Frage, mache ich jetzt ein nächstes Kinderbuch oder was anderes? Jetzt habe ich tatsächlich schon, bin ich schon am neuen Projekt dran, was auch so ein bisschen in die Richtung Kinder, aber doch nochmal ein anderes Thema ist und freue mich jetzt total, gerade weil ich jetzt auch privat ein paar Sachen zu organisieren hatte und jetzt freue ich mich so richtig wieder, ja, ins nächste Projekt zu starten und bin auch schon dran und ja. Sehr Der schön. Zeit immer schneller und schneller und ja, habe auf jeden Fall den ja, großen Wunsch, das intensiv weiter zu verfolgen, ja. Und du lebst permanent in Portugal, oder? Also du hast ja gesagt am Anfang, du wolltest immer so Richtung digitales Nomadentum. Da bist du ja schon sehr, sehr nah dran, auch wenn du wahrscheinlich nicht mehr nomadisch unterwegs bist. Aber Ja. einfach so im Winter, hier in Berlin waren es heute Morgen irgendwie 0 Grad. Bei dir scheint wahrscheinlich die Sonne. Ist ja auch schon cool, ja, sich Genau. das auch durch KDP und so weiter zu ermöglichen. Das stimmt, das stimmt. Also genau, ja, also wir sind, meine Familie und ich sind jetzt seit einem Jahr in etwa in Portugal und genau, also reisen hier natürlich rum, aber jetzt wäre es auch gar nicht mehr so mein Wunsch, nur noch rumzureisen, auch gerade mit Kind und so, es ist schön, aber es ist halt total schön, dass man die Möglichkeit hat. Also wir wissen jetzt auch noch nicht, ob wir jetzt für immer und ewig sind, aber aktuell ist es total schön zu wissen, dass man das auch mit dem, mit KDP vereinen kann und genau, man einfach sagen kann, ja, dann bin ich mal in Portugal. Also Ja, das glaube ich. genau. Sehr Ja, cool. die Sonne Ja, scheint dann. tatsächlich viel, ja. Ja, die fehlt mir hier so ein bisschen. Ja. Ich habe jetzt demnächst auch mal wieder eine Reise nach Griechenland geplant, aber so dieser Winter hier in Deutschland, boah, der zieht sich immer. Aber jetzt geht es ja so langsam wieder bergauf, die Temperaturen steigen an. Aber ich bin schon so Ja. ein bisschen neidisch da, dass du in Portugal bist. Alright, Verena, dann vielen, Ja. vielen Dank, ja, für deine ganzen Insights, auch alleine die Bereitschaft, mehr von deinem Buch zu zeigen. Ich drücke dir die Daumen für die Zukunft, einfach genauso weitermachen. Ich glaube, du bist extrem talentiert, auch darin, Bücher selbst zu erstellen. Ich glaube, das kannst du auch so Thanks. weitermachen. Hast jetzt natürlich auch durch deine ersten Auszahlungen wahrscheinlich ein ganz gutes Kapital, auch um vielleicht hier und da mal was auszulagern. Ist natürlich auch sinnvoll. Ja, und ich drücke dir die Daumen für die Zukunft, dass die nächsten Projekte mindestens genauso gut funktionieren wie dein Coaching-Projekt. Euch da Ja. draußen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, falls ihr Fragen habt, packt das gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ja? Macht's gut. Ciao, ciao. Vielen Dank, Tom. Sehr gerne. Ciao, ciao. Tschüss.